So, und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Ich habe jetzt herausgefunden, dass man, ohne dass man die Maschine von Kelio repariert, kein Raikou, Suicune oder Entei fangen kann. Das heißt aber auch, dass ich nochmal zurück nach Orania City muss. Von dort aus zu Island 6, nochmal zu den Ruinen, zu dem Anteil, was verschlossen war. Und ja, dort noch etwas erlegen. So, da finden wir Coco bald zurück, weil das werde ich nutzen, um Raikou zu fangen. Das von Level 25 ist, somit höher als den normalen Willen und schwächer als Raikou. Ja. Also, wenn ich das Spiel doch noch nicht, nee, einfach nur Mewtwo mache, weil ich keine Lust habe, das zu lösen, sondern mach einfach noch für euch alles, was zu erledigen ist. Ich hoffe, das ist hier richtig, Island 6. Ich habe mich nur so halbwegs informiert, wo das ist, aber boah. Müsste hier irgendwo sein. Zapfschutz. Hier unten ist es nicht, aber hier ist noch ein Item. Drachenhaut. Was bringt das denn nochmal? So. Egal. Da steht nichts von Verstärken, sondern einfach nur für Pokémon von Typ Drache. Und natürlich die Trainer, die ich ausgelassen habe hier. Das kämpft bestimmt mit Volt Absorber. Los, Mr. Terminator. Landhorn, da gar nicht. Dick einsetzen mit Erdbeben. Verdammt. Warum habe ich jetzt Flammenwurf eingesetzt? Weil ich schon wieder speede, ne? Schwimmerin Denise. Musterbuschwald und Trainer killen, die ich alle ausgelassen habe. So, der Ausgang war unten links. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier mal geradeaus durch. Och nö. Eisstrahl. Lahmus. Das hat sich leichter Schein. Donnerblitz. Das ist erledigt. Ja, setzt halt Genesung ein. Lass ich halt nochmal Rückzug ein und du bist besiegt. Ja, Fern Island. Ach, mein Topschutz vorbei, ne? Erledigen wir das kurz. Die Tante kann auch vorbeigehen. Hä, ein Team Rocket?
Ich will doch nichts zu sehen. Wo war denn das mit denen? Okay, ich habe zwar nachgeguckt. Ach, das ist doch das Pokéloch. Hä? Wie komme ich da hin? Wasserweg nach unten. Ach, ich muss hier lang, okay. Ist ja auch selten dämlich. Dennoch manchmal ziemlich oft. Der ganze Weg nach oben umsonst. Ja, so viele Wege hier. Ah, das ist doch. Jupp. Punkt auf der Tür. Genau, und da stand Zerschneider. Deswegen verwenden wir Zerschneider und zerschneiden den Eingang. So, wir müssen wahrscheinlich ins Loch rein. Dann nach links. Nee, war falsch, okay. Denn hier nach oben. Finden wir es einfach gemeinsam raus. Also ich finde es jetzt für mich gemeinsam raus. Also oben war schon mal richtig. Sonst wären wir nicht weitergekommen. Links. Okay, war auch richtig. Gehen wir nach oben. Und dann wieder am Anfang. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Also. Oben? Links? Unten? Falsch. Also, nochmal. Oben? Links? Rechts? Das heißt, ich mache jetzt Safe State. Also, es war jetzt oben, dann links, dann rechts. Und noch unten. Und da ist der Rubin. Der Saphir. Also ganz einfach. Oben, links, rechts, unten. Da kommt ein Forschersack und will es mir klauen. Und klaut es mir. Team Rocket, was soll kriegen wir noch? Ob Peter Abtihu kam? Wobei nicht. Für gut. Ja. Also nochmal oben, links, rechts und zum Mitschreiben, ne? Damit ihr es wisst. Gezeichnet habe ich nur, damit ich nicht so oft rede. Team Rocket Lager. Ist nicht auf Island 7 und dann auf Island 5. Was? Das heißt, wir fliegen jetzt. Zurück zur Stadt.
gehen auf Island Firm. Und gehen zum Rocket Lager. Genau. Das war jetzt noch in diesem Part. Der Schutz wird nicht mehr. Und wir werden angucken. Und im nächsten Part versuche ich dann Raikou zu fangen. Und im letzten Part Mewtwo. Und dann ist das Projekt beendet. Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern mit den Zeugs hier. Ah, ich hasse diese 10.000 Wege, die es hier gibt. Ja, von Martin Äußeren. Also für Nachhalt in Rom. Upgrade. Brauchen wir für Polygon zum Weiterentwickeln. Die haben stärkere Pokémon. Bringt natürlich nichts, wenn die unterentwickelt sind. Also untergelevelt. Unterlevelt. Yep. Das war ein Fehler. Wir sind wieder am Anfang. Als hier wieder den Äußeren. Und den Spieler vergessen, bei wem ich eben raufgestiegen bin. Und jetzt? Wie verwirrt mich dieses Lager hier immer? Als immer, ich bin zum ersten Mal, zum zweiten Mal hier drin. Ich war schon einmal hier drin, als ich es privat gespielt habe auf meinem Nintendo DS mit einem GBA-Slot. Wo führt das hier lang? Zum Item. Riesenperle. Ja, das geht viel schneller, wenn man das speedet. das war jetzt so. Sind wir bei dem... jetzt nehme ich am besten den obersten. Und bin wieder hier. Und den? Der führt mich wieder hier hin. Okay, das heißt, ich nehme wieder den linken. Bin dann hier und kann den untersten nehmen. Wenn du trotzdem hier war. Jetzt bin ich hier außen und kann das Item einsammeln. Eine Perle. Schön. Aber so. Aber was mache ich denn jetzt am besten? Wieder in die mittlere nehmen? Dann den und den. Achso, dann komme ich zu dem, okay. Verwirrt mich nicht, ey. Okay, das klappt nicht. Das ist schwer, ey. Ist nicht eine Komplettlösung. Ich komme in der Million Jahren noch nicht drauf auf dem Weg. Schwerste Team Rocket Lager, was ich jemals gesehen habe, ey. Das ist mein Ernst.
Hier war er falsch. Ich komme mal kurz an der Lösung nach. Bis gleich. Okay, die komplette Lösung von Visa-Fans sagt auch nur, was man hier finden kann. Ist natürlich schön. Ist genau das, was wir brauchen. Eigentlich nicht, aber... Ha. Okay, lass mich überlegen. Bei dem Heini war ich noch nicht. Wie komme ich denn da hin? Nein, das war falsch. Ach, einfach hier zurückgehen. Oh, ich bin doch so blöd, ey. Jetzt einfach mal so. Matschbombe. TM-36. Los, mit Bau mach hier Silberhau und klär den Kampf, ey. Ey, komm. Sieht so aus, als würde ich Angriffsstärke verwenden, ey. Das kopiert die Fähigkeit Facetten auf. Pech, das ist das K.O. So. Endlich geht's weiter hier, ey. Gar nicht so schwer. Ich hätte mal hier Kaskade einsetzen sollen. Im Endeffekt ist er eine normale Verteidigung schwächer als eine Spezialverteidigung. Gegen ihn setze ich Fliegen ein. Ich hoffe, es reicht. Und es reicht natürlich nicht. Weil Taubos auch viel zu schwach ist. Gegen Aber setze ich Elfbeamer. Das vermindert. Oh, warum ist der Trümmerer oben, Mann? Wegen Intensität, weil ich es weggemacht habe, ne? Yep. Oh. Ja, lag Alarm hier. Langweilt mich doch nicht mit einem scheiß Hyper trinken, ey, Smogmog. Los, Mappo, mach es fertig. Donnerblitz, ja nee, ist klar. Oh nein, jetzt hab ich... Ich wollte doch Tiefstrahl einsetzen, ey. Ja, jetzt hat Smogmog zwei meiner Pokémon bezwungen. Die brauche ich doch gleich mal im Kampf, ey. Ja, bla 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 bla. Tschüss. Habe ich jetzt den Saphir bekommen? Brauche ich überhaupt den Saphir? Ja. Alle hier hochgehen? Da ist der Forschersack. Ach, das reicht schon noch. So schwach, so stark wird er wohl nicht sein. Puh, 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 puh. Ja. Ey, kann ich dir auch sagen, ey. Elektroball, da setzt sich Victory ein. Diesmal gehe ich auch auf Erdbeben und nicht auf Tatamogra. Und bei Magnetico muss ich Dingens einsetzen. Tutok. Ich hätte zwar eine Schwäche gegenüber Elektro, aber Surfer ist neutral effektiv gegenüber dem ganzen Mist. Gegen Eisen. Dankeschön. Muss ich jetzt auch noch Rubinen sammeln? Ich hoffe nicht. So.
Schnell heilen hier. Ich hole mir jetzt hier die Alter 1. So, Kelio. Aber das ist ein wenig bla bla bla. Das ist gut. Haruka, ich bin mit Lanette verbunden. Nyoko, Nyoko, ich habe es geschafft. Ihr könnt eine Verbindung zu den Trainern in Höhlen herstellen. Endlich funktioniert das Netzwerk. Nyoko, das habe ich nun nur dir zu verdanken. Dank dir hat sich mein Traum erfüllt. Ja. King Schenk oder so? Arschloch, ey. Das hätten wir ruhig einen Starter geben können. Ja, Knoteninsel. Jetzt geht's nach Aronia City und nach Azuria City zurück. So, Dietri kommt raus. Vertrag nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.